Liebe Schwestern und Brüder, was Petrus will, ist Jesus nicht genug. Seine Botschaft geht radikaler. Sein Reich ist mehr als die 7-mal zusammengezählte Summe der Vergebung, die Petrus sich abringen will. Das Evangelium ist nicht nur mehr von dem, was wir für gut und lobenswert halten. Was hilft es, 7-mal ein Auge zuzudrücken, wenn wir nicht sehen? 77-mal sollst du vergeben, sagt Jesus, und damit sprengt er die Zählung des Petrus. Nicht die 7, sondern die 70-mal 7 sprengt jeden Rahmen. Es meint das radikal andere. Jesus durchbricht die Mauer des Rechnens mit seinem Gleichnis des Königs, der unendliche, unüberschaubare Millionenbeträge von Geldschuld erlässt, wenn wir das ins Moderne übertragen. Mit seinem Gleichnis sprengt er die Grenze des nach unseren Gesetzen Vorstellbaren. Er will den Raum nicht bloß erweitern, nicht einfach die Wände etwas beiseite schieben, sondern den Raum aufreißen, die Wände zum Einsturz bringen, damit wir aufrecht stehen können und vor uns die Weite der Liebe Gottes. Der Mann, der sich mit dem System des Hauens und Stechens arrangiert hat, weil er hofft, so seine Familie durchzubringen, damit es wenigstens der Sohn einmal besser hat, dieser gebeugte Mann aus dem Gleichnis hat nicht begriffen, dass Neuanfang nicht irgendwann beginnt. Er versteht nicht, dass jeder der Sohn seines Vaters ist, wie auch meine eigene Gegenwart meine eigene Zukunft bestimmt. Nie wird eine Welt nach mir heil sein können, wenn ich nicht anfange, aus dem Heiligen zu leben. Liebe Schwestern und Brüder, der Himmel ist nicht erwirtschaftbar. Der Horizont reißt nicht einfach auf, wenn wir uns bemühen, ein wenig besser zu sein. Es ist umgekehrt. Wir brauchen die Erfahrung des weiten Horizontes der Liebe Gottes, um aufrecht zu stehen und den Weg zu gehen und Gutes zu tun. Das ist es, was Jesus in seinem Gleichnis erzählt. Es soll uns erschüttern, dass ein Mensch, dem von seinem König ungeheure Schuld erlassen wurde, anschließend zu seinem Mitmenschen geht und diesen um ein paar Euro um seine Freiheit bringt. Es soll uns erschüttern, damit wir begreifen, wo wir selbst stehen. Wir selbst stehen vor einem Gott, der kommt und zu uns sagt: Ich trage deine Schuld. Lass mich deine Halbherzigkeit und Kompromisse erleiden. Wir stehen vor Gott, der unsere Maßstäbe umwirft und uns in der Hingabe des Sohnes am Kreuz, in der Auferstehung einen Horizont eröffnet, jenseits aller Grenzen und Wände. Wir stehen vor Gott, der sich in seinem Sohn uns schenkt. Das feiern wir jetzt in der heiligen Eucharistie, die Hingabe des Sohnes, damit wir leben. Amen.